Im Studio begrüße ich den Wirtschaftswissenschaftler Stefan Schulmeister. Schönen guten Tag. Grüß Gott. Herr Schulmeister, wo würden Sie als Wissenschaftler sagen, Fingern weg, was soll der Staat nicht verkaufen? Sicherlich nicht die Unternehmen der sogenannten Daseinsvorsorge. Das ist im Wesen, und da ist aber schon einiges passiert. Das ist natürlich Gesundheitswesen, das ist Pensionen, das ist aber auch Bildungswesen, aber im Prinzip auch der öffentliche Verkehr und auch die Informationstechnologien, also Telekom, nur da wurde eben im Sinne der modischen Welle mehr privat, weniger Staat schon sehr viel verkauft. Würde die OMV auch dazu gehören? Meiner Ansicht nach ja. Ein Basis-Energieversorgungsunternehmen halte ich für außerordentlich wichtig. Man muss ja nur mal nüchtern vergleichen zwischen der Situation, in der der Staat alle diese Unternehmen noch besessen hat, und der heutigen Situation. In diesen 30 Jahren hat sich die Situation für die Menschen immer mehr verschlechtert. Man kann ja die Problematik... Aber gleichzeitig ist ja der Wohlstand gestiegen. Für viele Menschen ist er nicht gestiegen. Wir haben eine halbe Million Arbeitslose, wir haben in ganz Europa eine ganz schwere Krise. Und ich betone das deshalb, weil dieser Slogan, mehr privat, weniger Staat, den kann man ja nur verstehen im Zusammenhang mit dieser ganzen neoliberalen Weltanschauung, die diese Grundposition vertritt, Märkte machen alles besser. Und wenn wir jetzt die freiesten Märkte anschauen, die Finanzmärkte... Aber bleiben wir bei dem. Jetzt gibt es aber historisch in Österreich auch Beispiele, wo man doch sagen muss, der Staat hat schlecht gewirtschaftet. Die verstaatlichte Industrie ist so ein Beispiel, die hat ein Riesenloch gerissen damals. Ja, aber erstens müsste man bei der verstaatlichten Industrie überlegen, was wäre eigentlich mit der österreichischen Wirtschaft passiert, wenn man damals in der Krise der 80er Jahre nicht Arbeitsplätze gehalten hätte. Betriebswirtschaftlich war das falsch, volkswirtschaftlich vielleicht nicht ganz so falsch. Das ist der eine Aspekt. Der zweite ist, dass sich Missmanagement in verstaatlichten Unternehmen nicht notwendigerweise dem Staat zurechnen darf. Einfaches Beispiel, die Auer ist letztlich deshalb pleite gegangen, weil das Management keine Absicherungsgeschäfte gemacht hat, als der Ölpreis so stark gestiegen ist. Das ist keinesfalls vom Staat verordnet worden, sondern das war schlicht und einfach ein schwerer Managementfehler. Man muss also unterscheiden zwischen dem konkreten Management und der Eigentümerfunktion. Und wenn der Staat eine Sperrminorität hat, dann besteht keine Gefahr, dass er sozusagen die Wirtschaft oder das Unternehmen auf einen schlechten Kurs führt. Noch einmal zum Verständnis, wenn ich mir jetzt die ganze Liste anschaue, CA, Semperit, Verstaatlichte, Voestalpine, Telekom, sind das alles Managementfehler? Ja, aber die Probleme sind ja in den meisten Fällen überhaupt erst durch die Verstaatlichungsdebatte entstanden. Sie sind beziehungsweise dadurch, dass sozusagen einzelne Unternehmen die anderen übernehmen wollten. Wenn wir also die Geschichte etwa der Kreditanstalt, der Länderbank, der Zentralsparkasse ansehen, dann ist es eine katastrophale Entwicklung, sozusagen wie im Märchen Hans im Glück. Zum Schluss bleibt überhaupt nichts mehr übrig. Und das ist ja passiert im Namen der Privatisierungsideologie. Man hat es ja verkauft an die Bayerische Landesbank, weil das sozusagen dem Slogan mehr privat, weniger Staat entspricht. Also es ist eigentlich die Privatisierungsgeschichte der meisten österreichischen Unternehmen eine sehr traurige Geschichte. Und der Herr Dr. Taus hat es ja gerade angesprochen, indem er gesagt hat, das waren früher hervorragende Unternehmen, als sie noch im Staatsbesitz waren. Und es ging danach sozusagen den Bach hinunter. Mehr Staat, weniger, also mehr privat, weniger Staat ist seit mindestens 30, 40 Jahren die Devise in unserer kapitalistisch geprägten Wirtschaft. Gibt es Modelle oder gibt es Staaten, die sich dem entgegenstellen mit Erfolg? Kaum, weil eben diese Weltanschauung sich wirklich global durchgesetzt hat. Man kann vom Neoliberalismus, also einer Globalisierung der Köpfe sozusagen, sprechen. Und es ist ein riesiger Herdeneffekt. Aber dort, wo man relativ radikal vorgegangen ist, wo man also etwa auch die Eisenbahn verstaatlicht hat, privatisiert hat, wie etwa in Großbritannien, da hat sich gezeigt, dass es ein Desaster war. Das hat sich absolut nicht bewährt. Schulmeister, ich danke für das Gespräch. Bitte sehr.